Werner Herzog has come to be known as a great documentarian, as well as one of the stalwarts of the new German cinema. And this is a documentary unlike any other. Peru, die Bahnstrecke den Urubamba-Fluss entlang, Kinskis und mein Schicksalsfluss sozusagen. Ich wollte einige unserer Wege nochmals gehen. Unser erster gemeinsamer Film war Aguirre, der Zorn Gottes, der hier begann. Es war mein sechster Film und ich war damals 28. Ich hatte Kinski mein Drehbuch geschickt und zwei Nächte darauf weckte mich das Telefon um 3 Uhr morgens. Ich konnte erst gar nicht ausmachen, was los war, denn ich hörte nur unartikulierte Schreie am anderen Ende der Leitung. Es war Kinski. Bei den Dreharbeiten zu Aguirre gab es 2 ganz unmittelbare Probleme. Das eine war das Budget. Heute kommt mir das unbegreiflich vor, dass wir den Film mit nur $370.000 gedreht haben. Es wollte ja niemand mitfinanzieren und außerdem kam dann später noch hinzu, dass für Jahre hinaus den Film niemand sehen wollte. Kinski war dann auch gleich das nächste Problem. Und zwar erklärt sich das folgendermaßen. Er hatte damals eine Jesus-Tournee gerade abgebrochen. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar. War in großen Arenen aufgetreten, im Sportpalast in Berlin. Und das Publikum wollte ihn ja nur toben sehen. Und, er hat eine Peitsche genommen und hat ihn in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist. Ja. Er wurde verlacht, bekam furchtbare Anfälle und tobte und schrie und kam aber hier am Drehort an als verhöhnter, als verkannter Jesus. Und in dieser Rolle war er voll aufgegangen und lebte in der weiter. Es war oft sehr schwer, mit ihm zu reden, weil er einem wie Jesus dann geantwortet hat. On their fourth production together, they were back in the jungle, shooting Fitzcarraldo, the story of a man obsessed with bringing opera to the wilderness by dragging a steamship over a mountain. But on the set, it was the same as it ever was. Immer schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Denk mal, wenn ich überhaupt bekomme, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlag ich in die Fresse, darauf hast du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dir nur. Diesmal schlag ich zusammen, trau du. Trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dir Dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für die Indianer, bei denen Konflikte ganz anders gelöst werden. Am Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss, boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Lasst ihn mir, lasst ihn mir. Und ich lehnte das damals ab, aber die waren ganz ernst. Sie hätten ihn tatsächlich ermordet, wenn ich das gewollt hätte. Ich bedauerte natürlich sofort, dass ich die Indianer von ihrem Vorhaben abgehalten hatte. Von diesem Häuptling hier war übrigens der Vorschlag zur Beseitigung Kinskis gekommen.
Sangantilio, ka? Ayeri. Ayeri. Sangantilio, ka? Ayeri. 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 Die Stinkwut, die die Indianer auf Kinski hatten, ist hier für mich ganz deutlich spürbar und wurde für diese Szene bewusst genutzt. Aber in dem Fall war es so, dass er damit verglüht war, wie ein Komet. Er war nicht mehr da hinterher. Hinterher war er Asche. So habe ich das empfunden. Und er hat auch so etwas Ähnliches damals gesagt. Er hat gesagt, wir können nicht mehr weiter. Ich bin nicht mehr. Manchmal möchte ich nochmals meinen Arm um ihn legen, aber ich träume wohl nur davon, weil ich das in alten Filmaufnahmen von uns gesehen habe. Wir sind Freunde, wir scherzen miteinander. Ich sehe uns zurück im Dschungel, zusammen in einem Boot. Die ganze Welt gehört uns. Aber Klaus scheint davon fliegen zu wollen. Hätte ich es damals nicht wahrnehmen müssen, dass es wohl seine Seele war, die davon flattern wollte. What does become clear, however, is the deep understanding that Werner Herzog had of his greatest collaborator and the compassion he felt for the man who was frequently his greatest adversary. Perhaps this is as good a definition as any of true friendship, that no matter how difficult, it remains unabandoned, if only in memory. Hey everybody, this is Tom at Flicks in 5. Thanks for watching. Give us a like and hit the subscribe button, please. Also, leave a comment and let us know what you think.